Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute etwas sehr, sehr Spannendes für euch, also vor allen Dingen für die Mädels. Denn ich war gerade bei DM und ich habe was mega Cooles entdeckt und zwar von Maybelline New York Tattoo Brow. Ja, das sollte eigentlich ganz easy sein. Also man sollte sich das einfach auf die Augenbrauen auftragen, 20 Minuten einwirken lassen und dann abziehen. Und dann hätte man, sollte man die perfekten Augenbrauen haben. So. Das heißt, dass ich dann 3 Tage lang mir nicht die Augenbrauen malen müsste, weil es dann ungefähr so aussehen sollte. Ja, hoffe ich doch mal. Oh Gott. Ich glaube, das ist jetzt die Farbe. Es gibt ja, glaube ich, 3 Farben. Ich habe jetzt, glaube ich, das mittlere. Also es gibt einmal hell, mittel und dunkel. Ich weiß nicht, ob es vielleicht doch zu dunkel für mich ist. Obwohl, ich habe eigentlich von Natur aus dunkle Augenbrauen. Warum, weiß ich nicht. Ja, ich dachte mir dann gerade schon so, okay, Enya, bevor du das ausprobierst, warum filmt man das denn nicht einfach? Weil, ja, vielleicht ist das ja auch ein Produkt für euch und ich meine, es hat mich jetzt 11 Euro noch was gekostet. Ich finde es relativ teuer, also wirklich, ich finde es, glaube ich, schon viel zu teuer. Ich war auch sehr geizig, das Geld dafür auszugeben, aber ich dachte mir so, okay, wenn es klappt, dann ist das Geld ja auch wert, ne? Also kann man das ja auch mal machen, so. Ja, deswegen teste ich das jetzt für euch und für mich. Und vielleicht ist es ja auch was für mich. Und kann ja sein, dass ich mich total drin verliebe und dass ich mir denke, boah, das benutze ich jetzt immer. Ich meine, aber für 11 Euro ist das schon sehr schmerzhaft teuer. Gut, dann packen wir das schöne Ding mal aus. Achso, okay, ich... Ja, das so. Findet ihr auch, das sieht aus so wie so 2 Tuben? Das ist das schöne Tattoo Brow Gel. Ich bin sehr gespannt, ob das auch so klappt, wie es mir verspricht. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Augenbrauen mal abschminken und danach sehen wir uns gleich wieder. Dieser Moment, wenn man zu arm ist, Wattepad zu haben und sich dann Klopapier nimmt. Zum Abschminken. Hätte ich mir eigentlich bei DM holen können, fällt mir gerade ein. Ah, sowas Dummes wieder. Das kann doch nur mehr passieren. Boah. Leute, ohne Witz, ne? Ich habe so viele Pickel bekommen, das ist nicht normal. Wenn ich nur kurz weg muss, dann schminke ich mich eh nicht gerne. Momentan bin ich auch viel zu voll, um mich zu schminken, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt demnächst, wenn ich meine Ruhe habe und wir endlich eingezogen sind, dann kann ich auch wieder auf mich achten und mich wieder mal hübscher machen. So, ich glaube, jetzt ist das auch rot hier. Müsste jetzt eigentlich abgeschminkt sein. Leider habe ich jetzt keinen anderen Spiegel, deswegen muss ich jetzt meinen Bronzer dafür benutzen als Spiegel. Oh Gott, ey, wenn ich das nicht hinbekomme, okay. Wie muss ich das denn jetzt auftragen? Steht das da? Ich hab gar keine Einlein. Okay, oh Gott. Jetzt sieht man meine Pickel so nett. Oh Gott, so nett, ich komme, jetzt sieht man meine Pickel. Egal, hier könnt ihr meine Pickel sehen. Okay, scheiße. Oh, ich hab Angst! Okay. Oh mein Gott, das sieht ja richtig scheiße aus. Wenn das klappt, ne? Aber irgendwie habe ich Angst, nicht, dass die so bleiben, ne? Also, dass das so voll dunkel wird. Ich habe etwas Angst, dass ich das dann irgendwie nicht abkriege oder so. Ja, egal, wir lassen uns einfach überraschen. Wenn es Fail wird, dann wird es halt ein Fail. Dafür ist es ja da, dass man das ausprobiert. Oh. Ja, wie gesagt, wir sehen uns gleich. So, Leute, 20 Minuten sind jetzt rum. Das hier ist getrocknet. Das grinst auch schon richtig schön. Ich hole jetzt mal wieder meinen Spiegel am Start hier. Und dann ziehen wir das mal ab. Und ich habe Angst. Ey, nicht, dass das so dunkel bleibt. Okay, geil, Leute. Wir ziehen es jetzt ab. Ich kann das gar nicht mal abziehen. Aua. Habe ich das... Ich krieg's nicht mehr ab.
Oh doch, geht schon. Okay, Leute, ich hab's jetzt abgezogen. Es ist auf jeden Fall noch sehr, sehr dunkel. Ja. Es ist echt... Ich glaube, wenn ich jetzt geschminkt wäre, was meint ihr? Ich meine, mir ist es noch gerade einen Tacken zu dunkel, aber ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn ich geschminkt bin. Kriegt man das auch überhaupt ab? Was? So, Leute, das ist das Endergebnis. Vielleicht ist es ein bisschen zu dunkel, aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich jetzt auch gar nicht geschminkt bin. Das sieht natürlich jetzt auch komisch aus. Das ist, also das habe ich immer, wenn ich meine Augenbrauen male und ich dann noch nicht richtig geschminkt bin, dass ich dann immer so komisch, dass es komisch einfach aussieht. Es sieht auch komisch aus, wenn man nur die Augenbrauen geschminkt hat. Ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht dafür, dass es 11 Euro kostet. Also ich meine, es ist ein stolzer Preis, aber für 11 Euro, Leute, und wenn das jetzt wirklich so lange halten sollte, dann ist krass. Dann ist wirklich krass. Das würde ich sehr, sehr feiern. Also wirklich jetzt, das würde ich extrem feiern. Boah. Krass. Also es geht nicht mal ab, gar nichts. Das ist heftig. Ja, wenn das die ganzen Tage jetzt so bleibt, dann ist alles gut. Ich weiß nicht, kann sein, dass mir das vielleicht ein bisschen zu dunkel ist, obwohl, ich weiß nicht. Es sieht jetzt gerade auch ein bisschen ungewohnt aus. Aber ich finde es krass. Also es hält, wenn es jetzt auch wirklich die 3 Tage verspricht, ist es sein Geld also auf jeden Fall wert. Vor allem, da ist ja auch noch was drin und man kann das halt immer öfters benutzen. Und wenn man mal 3 Tage keinen Bock hat, jetzt seine Augenbrauen jedes Mal zu malen, finde ich, das ist eine richtig geile Alternative. Es ist leicht, muss ja einfach nur damit die Augenbrauen einschmieren und dann abziehen und gut ist. So, man hat seine Ruhe. Ich finde, das ist so geil. Also, ich bin sehr positiv überrascht. Dann würde ich sagen, dass ich dieses Video jetzt beende und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!